Er hat ihn schon gemacht, den guten Eindruck. Frankfurts Goldjunge Christoph Preuß. Leverkusen zahlt 2,2 Millionen Euro für ihn. Die erste Rate auf die Zukunft, die damit aber noch nicht gesichert ist. Noch fehlen Sportdirektor Toni Woodcock weitere 5 Millionen Euro, also knapp 2,5 Preuß. Rein ins Spiel und die erste gelungene Aktion kam von den Gästen. Frankfurt also in Blau mit Wiedener und Erwin Skela. Das passt irgendwie zu der auch für ihn persönlich so enttäuschend verlaufenden Saison. Rückenlage. Ahlens Offensive fand zunächst überhaupt nicht statt. Der zuletzt wieder starke Marc Arnold fehlte, nämlich verletzt, und Markus Wedau konnte ihn keinerzeit ersetzen. Fehler des Frankfurter Debütanten Giovanni Speranza, ausgenutzt von Musemestre Bamba und Stefan Simon. 39. Minute, und Stefan Simon, der war in dieser Saison noch an keinem Treffer beteiligt, und das blieb auch so. Zunächst der gute Einsatz von Bamba und dann hilft Jermaine Jones seinem Keeper Oka Nikolov. Die anschließende Ecke aus der Kategorie selten gesehen. Kommt gut, aber niemand geht zum Ball. Und im Gesicht von Uwe Rappolder lesen Sie alles über diese erste Halbzeit. Aber Ahlens Coach durfte sogar noch eine weitere Schussgelegenheit seiner Mannschaft bestaunen. Wir sehen Sopics Versuch einer Annäherung und wir hören wahrhaftig Beifall. Es war eine ganz schwache Partie und dieses Bild lügt. Das Spiel lief weder flüssig, noch war es spritzig und auch kein bisschen erfrischend. Zweiter Durchgang, vielleicht hatten die Trainer ihre Teams ja in der Pause geweckt. Ahlen brachte Rennform für Simon und er zufällig den Ball zu Cyril Florent Bella. Ein Hauch von Torgefahr lag da in der Luft. Bella in einem Anfall von Dynamik, aber ohne Präzision. Ja, das war hier nur mit Humor zu ertragen. Und hinzu kommt, dass es im Versestadion ja nicht einmal eine Anzeigetafel gibt. Also keine Spannung durch die Ergebnisse von den anderen Plätzen. Jetzt aber vielleicht die Frankfurter mit Krzyzewowicz. Der fährt doch immerhin zur WM, der Mann. Hat Platz, hat Zeit, sucht und verfehlt Erwin Skela. 5.500 Zuschauer waren inzwischen sanft entschlummert. Da geschah es doch noch. 84. Minute, wieder Krzyzewowicz. Der eingewechselte Chen Yang und das 0:1, es ist wirklich passiert. Überschäumender Jubel beim Chinesen über das erfolgreiche Zusammenspiel der beiden Frankfurter WM-Starter. Der Pass kam von Streit. Krzyzewowicz wartet klug, bis Zimmermann sich selbst aus dem Spiel nimmt. Und dann rutscht auch noch der eingewechselte Rösele aus. Aber dennoch, wenn es einen Preis für das schlechteste Spiel der Saison gäbe, dieser Kick wäre nominiert. Frankfurt gewinnt mit 1:0 in Aalen und vergrößert die Sorgen von Toni Woodcock. Denn wovon soll er bitte schön die Siegprämie zahlen? Wir machen jetzt 30 Sekunden Pause und sind dann wieder da mit Babelsberg gegen Saarbrücken. Dranbleiben, durchatmen.